Was? Eine S für eine? Der ist die S. Wann hast du uns beworben wieder? Wir haben uns gemeinsam das Pegasus angeschaut. Video für euch und Leute. Und zwar habe ich heute eine SMS bekommen. Ich schaue es auf mein Handy. Ich sehe so DS, DS. Ich so, hä? Was wollen die von mir? Ich drücke drauf. Die haben uns eingeladen zu einem Casting. Ich war so, was? Und mich und Egg, Leute. Wir sind jetzt zusammen die Picket Sisters. Ich habe uns ja eingetragen. Boah, wann war das denn? Vor gut einem halben Jahr, Alter. Alina. Ich mache erstmal Alina, Leute, weil dann steht sie drin, ne? Als Pickle Sisters. Ich habe ja keine Pickel mehr, also nicht mehr so viele. Der Rest sind nur Wölbungen und Rötungen. Ihr wisst Bescheid. Und ja, Leute, Eck hat auch hier komisches Microblading gemacht. Also Pickle Sisters sind wir auf jeden Fall nicht mehr. Ich glaube, wir müssen unseren Namen ändern auf Wölbung Sisters oder so. Irgendwie so. Schreibt mal jetzt einen coolen Bandnamen für Eck und mich in die Kommentare, Leute. Eck weiß davon noch nichts, dass wir bald ein Casting haben. Ob wir einen Text haben? Nein. Ob wir vorbereitet sind? Nein. Ich glätte kurz meine Haare, Leute, mit extra Glätteisen. Ich weiß, es sieht aus wie Lockenstab, aber es sind Glätteisen. Guckt euch mal den Unterschied an, wie zwischen dem und dem. Das ist so old lady und das ist so fresh 2020, nein, 2019-Cell, gell? Ja, Leute, nicht wundern, wenn meine Haare wieder ein bisschen nasty aussehen. Ich hatte lange Schule. Ich habe mein ganzes Zimmer geputzt und das war so anstrengend, Alter. Ich habe mir vorgenommen, dass ich dann eine halbe Stunde zu schlafen. Konnte ich aber nicht. Mein kleiner Bruder hat heute auch Geburtstag, Leute. Ihr könnt gerne alles gut nachträglich jetzt in die Kommentare schreiben. Weil, wenn das Video online kommt, ist sein Geburtstag schon vorbei. Seine Freunde waren hier und einer seiner Freunde hat versucht, unsere Wohnung zu erkundigen. Oh Gott. Ja, er hat gesagt, ich erkundige jetzt eure Wohnung. Und dann ist er hier durch den Flur gelaufen. Dann bin ich rausgekommen, dann ist er weggerannt. Die so, und was ist da? Da wollten die eigentlich das Zimmer reingehen. Ich so vertraut, da wollt ihr nicht rein. Ja, also sorry, Leute, damals, als ich, so einmal mit meinem Bruder jetzt, habe ich so, wir sind ins Kino gegangen, haben uns so dann so Maggis gegönnt, diesen Tisch, den man reservieren kann bei Maggis. Die haben GTA gezockt. Und man Döner essen. Und mein Geburtstag wird auch ganz schlicht sein, Leute. Ich habe einen Montag Geburtstag. Ihr wisst, Montage sind immer die schlimmsten Tage im ganzen Leben. Und ich habe noch bis 16.10 Uhr Schule. Wie viel Pech kann man haben, Leute? Oh mein Gott, ich muss das erzählen. Leute, gestern, also heute die Nacht, ich wollte einschlafen. Und ratet mal, wen ich gesehen habe. Ich weiß, ihr denkt, ich bin gestört. Ja. Yeah. Aber ich habe wieder den Mann mit dem Hut gesehen, Leute. Und vor zwei Tagen hat mir eine Freundin eine Audio geschickt, dass es bei der auch so war. Und dass die auch von dem Mann geträumt hat. Warte mal. Hm? Was haben wir denn gestern gedreht? Was war Oh mein Gott, das ist echt creepy. Wir haben gestern das Video gedreht, dass er einen heimlichen Verehrer hat, Leute. Ich muss kurz sagen, ja, seitdem ich, also als ich in diesem Zimmer hier geschlafen habe, waren keine creepigen Sachen. Ich habe hier geschlafen wie ein Gott. Seitdem ich in Eggs Zimmer bin, gell? Echt, Jay? Ich habe ein Ritual gemacht, aber es war kein richtiges Ritual, Leute. Es war nur gedanklich auszusehen etwas. Was für ein Ritual hast du gemacht? Das sage ich nicht. Alina? Irgendein Liebesritual. Ja. Okay, wenn es war, dass er dich noch mal liebt, dann macht es im Blinzeln zweimal. Die Zimmer geblinzelt. Ja, weil ich blinzeln muss. Und vorher hat meine Freundin geschrieben, ey, wie kannst du eigentlich so krank in den Videos sein? Ich so, keine Ahnung. Was ist in 5 Tagen? Mein Geburtstag. Mein Geschenk von Egg ist gestern angekommen. Ich möchte es sehen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ernst? Nein. Nein. Ein paar Pizzastückchen. Ich brauche auf ein bisschen Pommes. Was kann ich geben? Ich habe den Müll gesucht. Oh, Leute. Was ist das? Einfach köstlich. Hä, wo hat ihr das denn hingepackt? Hä, wo ist das denn? Schau dir das letzte Video an. Ich schau jetzt, wo Egg das Geschenk versteckt hat. Ich finde das einfach nicht. Ne, in mein Nasty. Wäschekorb, wo die eh niemals in dem anfassen würde. Boah, nicht weil ich mache das also. Okay, jetzt wissen wir, wo es ist, Leute. Jetzt gucken wir mal nach. Ich hab was entdeckt. Hör auf, zeig deine Unterwäsche. Nein, was ist denn Geschenk? Unterwäsche! Was ist das? Was? Eine S für eine? Was für der ist die S? Wann hast du uns beworben wieder? Ah, was ist das nicht? Ich hab uns gemeinsam ins Pegasus angeschaut. Ja, das ist alles online, hast recht. Ich hab die E-Mail noch nicht angeguckt, Leute. Das müsst ihr wissen. Hey,
Diese E-Mail wird gelöscht. Es gibt kein DSDS für uns. Seth, du weißt unsere Niederlage. Vor allem Alina, da war ich, weil einer von uns teilgenommen hat. Diesmal haben wir uns jetzt zwei eingeladen. Also ich bin dafür, dass wir das löschen und so tun, als ob du diese Nachricht nie bekommen hast. Oh Gott, Leute, das hängt an meinem Geburtstag an, gell? Die Katz Casting ist am 31.01. um 21 Uhr, von 10 bis 21 Uhr. Hier steht, das Online-Casting als Videocall dauert 20 Minuten höchstens. 20 Minuten. Digga, was? Mein Lied geht bestimmt nur so 2 Minuten. Wir werden kein Lied haben, weil ich da nicht singe. Ich singe nicht alleine und nicht mit dir. Oh mein Gott, Sarah, mir fällt gerade ein, welche Bilder du da reingefügt hast. Von mir schicken wir jetzt das Bild und von Egg einmal das hier. Da sieht sie noch normal aus. Dann das hier und das hier. Gut, dass man erkennt, dass ich auch viel schläft, ne? Was für Bilder hast du reingefügt? Hä? Das hast du doch gezeigt. Ja. Was? Die hässlichen oder so. Und so, weißt du? Oh mein Gott. Egg, nimm dich trotzdem eingenommen. Wow. Wir wollen Kamera, einen ruhigen Ort, gutes Licht und Platz zum Performance. Das Licht. Unsere Picke. Keine Filter. Bestes, gell? Letztes Mal, Leute, war alles spiegelverkehrt. Und spiegelverkehrt sehen wir ganz durch aus. Ich zeig's euch mal kurz. Nein! Sieht man uns? Wir sehen krank aus, gell? Sarah kann das jetzt direkt löschen, weil niemand von uns beiden wieder auftreten. Ich melde uns jetzt an! Warte mal, andere Frage. Warum hast du uns angemeldet? Ich und Sarah können nicht singen. Niemand von uns beiden kann singen. Mindestens 3 Songs mit Playback. Mindestens ein schneller Song. Leute, ich kann nicht mehr nummerieren. Wir müssen mit unserem Style unsere Persönlichkeit zum Vorschein bringen. Guck mal. Ich will gerade, ob ich meine Augen verbinden soll, wenn ich aufspreche. Okay, zeig mir mal bitte, wie das aussehen soll. Nicht wundern, das Braun ist mein Make-up, weil ich schminke. Das willst du anziehen? Ja, ja. Ich wasche davor. Mach ich so. Oh, wie gnädig. Oh, wie lange? Oh, ich lass dich nicht gehen. Ich lass dich nicht frei. Okay. Ich würde sagen, wir wollen einen Depri-Song. Nein, ein schneller Song. Schreibt jetzt bitte Song-Vorschläge in die Comics, Leute. Aber schnelle Songs. Okay, echt schnell einen Song auf die Schnelle. Oh mein Gott. Kein Diamonds. Wir haben jetzt ein Lied. Ich glaube, alle auf TikTok kennen das. Das heißt Close Doors. Das war auch ein TikTok-Trend. Ja, das war ein richtig fetter Trend, Alter. Wo ist der Text? Hey, das gibt's aber, wer hat keinen Text reingestellt? Wie? Ich guck auf Google. Ja, das gibt's. Nein, Leute, was mache ich eigentlich? Ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht. Nein. Ready, set, go. Okay. Jetzt, okay, ich muss mich vor der Kamera wegdrehen. Happy, happy all the time. Cause you don't see me when I cry. Wir haben ein Lied gefunden, und zwar Sweet Dreams von Beyoncé. Ihr wisst, eure süße Maus hier. Die ist nicht süß. Die liebt die liebe Beyoncé und wir haben uns gedacht, okay, wir beide können kein Englisch. Egal, wir beide können kein Englisch, aber Beyoncé kann jeder, Leute, wer Beyoncé nicht kann, gell? Boah. Und jetzt singen wir Sweet Dreams von Beyoncé. Oh mein Gott, ey, halt mal kurz. Sarah! Ich hab's lieben, Mann. Auch mit der Augenbinde, Alter. Ja, doch. Das sieht aus wie von diesem Film von Bird Box. Ja, hab ich mir auch wieder. Achso, oh Gott, den Text muss ich auch lesen. Ich glaube, wir so verstört sein. Ja. Every night I rush to my bed. Alter, wo bleibst du? Ja, du nimmst dich nicht auf. Mit Nein. Sweet dream, a beautiful nightmare. Also Leute, wir singen jetzt Nasty Girl von Destiny's Child. Nasty passt zu uns. Nasty, nasty. Wo? Einsatz, wo bleibst du, Junge? Und es ist alles deine Schuld von Anfang an. Ah. Guck mal, sie ist so schlecht, kann ich mal sitzen. Ich glaube, ich bin ein Depri-Song und du einen guten. Ich bin wieso sind wir da in einem Band? Okay, ja, das hat Sinn gemacht. Ich zeige euch jetzt, dass ich anziehe mich beim Casting. Ihr zwei bleibt hier, okay? Politische Geschenke? Ja! Nee, Alter. Nein. Ich find's voll sch. Ich hab das zum Geburtstag geschenkt und nur weil du weißt, wo das ist, heißt doch nicht, dass du das anziehen darfst. Ich hoffe alles, ich verbrenne den Pulli, du kriegst gar nichts mehr. Nie wieder. Ey, die wollte. Oh mein Gott, jetzt weiß ich, warum die so drauf ist. Die wollte den Pulli für sich selber. Jetzt ist sie genervt, weil ich den schon anhatte. Das macht Sinn, gell? Warum sollte sie denn sonst sauer sein? Leute, mein Bruder wird sich auch jetzt so ein Ding holen.
so diese zwei Packs in derselben Farbe, Alter. Dann sind wir Dreierpack oder was? Ja! Ich habe herausgefunden, warum Anja mir den Pulli nicht heute geben wollte, Leute. Sie möchte meinen Style nachmachen. Sie wollte sich auch so eine Hose bestellen. Die Hose wollte ich schon länger. Da habe ich sehr gesehen. Oh mein Gott. Leute, ich habe einen Link. Ich habe die Hose gesehen, wo bei einem Jungen. Und die fand ich hübsch. Und dann bei einem Jungen? Ja. Das ist eine Mädchenhose. Ja. Ich habe eigentlich einen Link zu dieser Hose im November gesendet. Im November. Wir haben jetzt Januarende. Ja, und? Ganz ehrlich, Alter. Braucht ihr was für Flink? Nee. Und brauchen wir was für Flink? Ja. Und Doritos. Du hast kein Geld, Leute. Eine hat eine Mahnung bekommen von 8,50 Euro, wo ich gesagt hätte, der Brief ist für mich. Das ist eine kleine Mahnung. Von 8,50 Euro, weil sie keine 8,50 Euro auf ihrem Konto hat. Ich war noch nie auf Minus im PayPal, Leute. Bei Alina steht 9,81 Euro im Rot. Ey, Leute, mein Bruder hat von so Seele mitgebracht, gell? Also von halt Dönerladen. Und es ist so eiskalt, ist er so tiefgefroren. Ich konnte es gar nicht essen, einfach richtig eklig. Weil er war nur 10 Minuten draußen mit dir. Auf jeden Fall, ich mache mir jetzt ein Sucuk-Brot mit Omelette. Oh mein Gott, klingt krass, gell? Um 23 Uhr. Nein. Wieso? Dass ich ein bisschen Eiweiß in meinen Körper kommt. Ich muss euch auch kurz meine perfekten Haare zeigen. Und jetzt machen wir die zusammen. Jetzt werde ich zur Chefköchin. Leute, ich habe den Eistee gerade für 5 Euro von Zell abgekauft. Ich bin schon dumm. Ja. Und wo gehen wir auf 3 Euro runter? Mann, okay. 6 Euro. Okay. Und ich habe es noch nie. 7 Euro. 5. Okay, 6. Ich zeige euch, wie man schnell ein Frühstück am Abend macht. Letizia liegt da. Da liegt Letizia. Ich dachte, du willst das Fleisch. Das ist Letizia. Meine Patentante. Meine Freunde haben mich gefragt, ob Alina echt so creepy ist, gell? In jeder Freundschaft bis jetzt haben wir gesagt, nö, wir sind echt die normal und so. Wenn ihr wüsstet, Leute.